Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist wieder Zeit für ein Lego Super Mario Set. Genauer gesagt für einen Anzug, und zwar den dritten Anzug jetzt. Das hier ist der Katzen-Mario Anzug. Ich blende euch mal wieder den kleinen Notizzettel ein. Wie schon erwähnt, Katzen-Mario Anzug, die 71372, im Jahr 2020 erschienen. 11 Teile, wie der Feuer-Mario Anzug auch schon. Dann keine Minifiguren, wie bei den ganzen Anzügen oder bei allen Mario Sets hier. Und das Ganze ist für eine UVP von 9,99 € bzw. 9,74 € während der Mehrwertsteuersenkung. So, also Katzen-Mario, man kann ja Wände hoch climben, also hochklettern. Mal gespannt, wie sich das dann auswirkt und wie ich das testen kann. Da glaube ich, werde ich mal die Schachtel hier lassen. So, da haben wir zumindest schon mal die Latzhose. Ist ja witzig, ich sehe gerade, da ist hinten sogar so ein kleiner Schwanz angedeutet, so ein Katzenschwanz. So, dann packen wir das hier aus. Ne? Ja. Tütchen auch ausgepackt. Sehr gut. Dann schwuppdiwupp, hier haben wir Lego Super Mario. Den Anzug hier wieder, wie gehabt, Werbung für die vier Anzüge plus das Starter-Set, und dann bauen wir mal auf. Erstmal die beiden Podeste hier, die grünen, also Wiese. Zack, zack. Dann haben wir hier hinten die Halterung für den Hut. Eine kleine Blume in ein Blattwerk hier. Hm. Ne? So, Blattwerk, und darin dann die Blume. Also haben wir schon mal eine Blume als Ersatzteil. Dann haben wir zwei gelbe Knöpfe an das Katzen-Mario-Outfit. Kommt das hier hin. Und schließlich noch die Mütze, die Kopfbedeckung mit den beiden Katzenohren und zwei Ersatzteile. Ein Ersatzknopf und eine Ersatzblüte. Kommt auf die Seite. Ja, und da hätten wir auch schon das Outfit fertig. Katzen-Mario. Und ich meine, es war eine Glocke, war das immer, die einen Katzen-Mario verwandelt hat. Hier ist der originale Mario. Wir ziehen ihm die Hose aus. So. Und ziehen ihm stattdessen jetzt hier die... Achso, wir wollten mal kurz reingucken. Hier ist es... Ah, hier ist unterschiedlich. Hier ist es im linken Teil der mittlere, der rausguckt. Und im rechten Teil ist es nur der rechte, der rausguckt. Also dann ist es wirklich... Dann sind natürlich mehrere Kombinationen auch möglich. So, die Mütze natürlich der Vollständigkeit halber auch noch aufsetzen. Dann, damit das Bild komplett ist. Jetzt. So sieht dann Katzen-Mario aus. Schnieke. Schalten wir ihn mal an. Genau, die Glocke. Und dann haben wir jetzt Katzen-Mario. Mal gucken. Ja, jetzt läuft er quasi Wände hoch. Und sammelt dabei auch Münzen ein. Ding, 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 ding. Miau, miau, miau. Das kann man irgendwie in den Parcours mit einbauen. Aber er merkt auch, dass er geneigt ist und da dann anders, da miaut er auch öfter und sammelt, glaube ich, mehr Münzen ein. Okay, witzig. Und das hier ist natürlich ganz normal eine Grasfläche, da meldet sich der Mario Grün darunter. Und ja, das also der Katzen-Mario. Sehr lustig, auf jeden Fall, wenn man hier auf dieses... Miau, miau. Weiß ja nicht, wie man das irgendwie in einem Parcours mit einbauen könnte, aber da gibt es ja bestimmt auch im Internet lustige Ideen. Machen wir wieder aus. See you later. Witzige Ideen, wie man den quasi dann darüber, ne, ich lasse den Mann jetzt, wie man eben das eben in den Parcours mit einbauen könnte. Muss ich mal schlau machen oder in der App mal gucken, die es ja gibt, die Mario-App dann. Okay, dann war es das auch schon mit dem Katzen-Mario-Anzug. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Katzen-Mario-Anzug haltet und natürlich auch allgemein von dem Lego Super Mario, von den ganzen Sets. Würde mich mal interessieren. Besitzt ihr vielleicht selbst solche Sets? Besitzt ihr Anzüge? Welche besitzt ihr? Habt euch alles gekauft? Einfach in die Kommentare rein. Dann können wir da ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Alternativ könnt ihr gerne auch in den Telegram-Channel kommen, da informiere ich auch immer über neue Videos. Von da könnt ihr dann auch in den Telegram-Chat springen und mit mir und anderen über die verschiedensten Themen diskutieren. Telegram ist komplett kostenlos und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung.
Ebenfalls in der Videobeschreibung befindet sich der Link zu meinem Hauptkanal Lengli1013. Hier gibt es Unboxings zu diversen Lootboxen, Collector Editions sowie verschiedenen Sammelkartenserien. Schaut gerne mal vorbei und auch dort könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.